Hallo, ich bin Andreas Uhlig, ich bin Schauspieler und Autor und habe heute ein Buch mitgebracht, aus dem ich gerne vorlesen möchte, und zwar Benfatto. Das spielt vor 200 Jahren in Bamberg und der Protagonist, also der, dem das alles passiert, ist ein Junge, 13 Jahre alt, Chris heißt er, und der trifft auf einen sehr skurrilen, sehr besonderen Mann, einen berühmten Menschen, nämlich den berühmten Autor E.T.A. Hoffmann, der zugleich auch Musiker war und auch am Theater in Bamberg gearbeitet hat. Und was die beiden nun so miteinander erleben, das ist durchaus Stoff für einen Roman. Und ich werde jetzt die Stelle vorlesen, wo Chris zum ersten Mal wirklich auf E.T.A. Hoffmann, also auf Herrn Hoffmann, wie er ihn nennt, trifft. Und was dann mit den beiden passiert. Chris erzählt. Ich wusste nicht, wohin. Mit leerem Magen irrte ich die nächsten Stunden durch die Stadt und fand mich irgendwann wieder mal in der langen Straße wieder, vor dem Haus der Familie Mark. Eben ging die Tür auf und ich hatte gerade noch Zeit, mich hinter einem Mauervorsprung zu verstecken. Es war Herr Hoffmann, der Mann, der mich vor ein paar Stunden aus dem Fluss gezogen hatte. Er kam herausgeschossen und ihm auf den Fersen folgte Julias Mutter, Frau Mark. Ich zog mich tiefer in den Schatten zurück, versuchte aber trotzdem, nichts zu verpassen. Also, es ist abgemacht, hörte ich die Frau Konsulin Mark sagen. Ich darf auf ihre Mitwirkung an der mimischen Darstellung zählen, wie wunderbar, wunderbar, c'est magnifique, n'est-ce pas? Auf dass der Abend ein Erfolg wird. Ach, lieber Herr Hoffmann, ade, ade, ade. Und schon war sie wieder im Haus verschwunden. Herr Hoffmann riss sich den Hut vom Kopf und warf ihn vor sich aufs Pflaster. Vermaledeit nochmal, schimpfte er. Immer mehr verstrickt sie mich. Dieses Weib ist so prosaisch. Er stampfte mit dem Fuß auf. Ich bin als Lehrer in diesem Haus angestellt und nicht als Hofnarr oder als Banausendompteur. Ich sollte. Ach, was weiß denn ich? Er bückte sich nach dem Zylinder, klopfte zornig den Staub ab und rannte davon. Ich beschloss, ihm unauffällig zu folgen. Er überquerte den Theaterplatz und betrat den Hain. Flussaufwärts ging er, sogar noch am heiligen Nepomuk vorbei. Ich musste mich sputen, denn der Mann legte ein wackeres Tempo vor, das ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Schließlich, dicht am Wasser, blieb Herr Hoffmann stehen und ließ sich auf eine Steinbank fallen, die im Halbschatten zwischen Weg und Fluss stand. Eine Weile saß er dort, das Kinn in die Hände gestützt, und starrte auf das eilig vorbeiziehende Wasser. Also, was willst du von mir? Fragte er plötzlich. Ich erstarrte hinter der breiten Buche, die mir als Deckung diente. Dann schaute ich mich um, konnte aber niemanden entdecken, mit dem der Mann gesprochen haben könnte. Ich meine dich, du Klette. Was rennst du mir ständig hinterher? Ich war nicht in der Lage zu antworten, mir hatte es die Sprache verschlagen. Da sprang Herr Hoffmann auf, war blitzschnell bei mir, packte mich am Ohr und zerrte mich hinter sich her zu der Bank. Au, lassen Sie mich los, das tut weh, schrie ich. Er zog mich neben sich auf die Bank und tätschelte mir die Wange. Das ist schon gut, sagte er. Jetzt echauffier dich nicht so. Bist ja wieder trocken. Er berührte meinen Gehrock, der mir klamm und schwer auf den Schultern lag. Naja, nicht ganz. Also, was willst du? Warum paddelst du um mich herum wie ein magnetisierter Frosch? Als wäre ich eine Fliege. Nun stell dir das mal vor, eine Fliege. Ich hätte gar nicht antworten können, selbst wenn ich gewollt hätte. Denn Herr Hoffmann war bei seinem letzten Wort auf die Bank gesprungen, stülpte mir den Zylinder auf den Kopf, duckte sich tief herunter und wedelte mit seinen Rockschößen in der Luft herum, wie mit Flügeln. Er biss die Zähne zusammen und stieß ein Geräusch hervor, das wie ein ganzes Regiment von grün schillernden Brummern klang. Das Gesicht zu einer Grimasse verzogen, sauste er flatternd und surrend über mich hinweg, um mich herum, sodass ich trotz des Schreckens laut lachen musste. Völlig überraschend jedoch saß er wieder neben mir, als wenn nichts gewesen wäre, und sah mich ganz ernsthaft an. Indem er sich die Rockschöße glatt strich, fragte er: Wie heißt du, Junge? Ich tastete nach dem Hut auf meinem Kopf und war so verdutzt, dass ich nicht mehr herausbrachte als ein zögerndes Chris. Und Sie? Man nennt mich den Musikdirektor Hoffmann, sagte der Mann und sprang wieder auf. Er riss mir den Zylinder herunter und machte damit eine ausladende Verbeugung. Darüber musste ich wieder lachen. Ich kann Sie doch nicht Musikdirektor nennen. Oh, du hast recht, das wäre höchst albern.
Musikdirektor? Nein, wahrhaftig nicht. Du kannst mich Ernst nennen, wenn es dir gefällt. So nennt mich meine Frau. Ernst ist ein ernsthafter, erbaulicher Name. Ich versuchte aus seinem Gesichtsausdruck schlau zu werden, betrachtete die zuckenden Muskeln auf seiner Stirn und Wange und beschloss, dass ich über diese wilden Grimassen lachen konnte und durfte. Nein, ich glaube, Ernst möchte ich sie nicht nennen, sage ich. Was gibt es noch für Namen? Hoho, was gibt es noch für Namen? Ernst passt dir nicht recht in den Kram, was? Nun, versuchen wir es mit Theodor. Wie gefällt dir der? Gut, sagte ich. Und? Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Ich war auf der Hut, denn ich wusste nicht so recht, was ich von all dem halten sollte. Theodor ist mir ein Beobachter, ein enthusiastischer, neugieriger Zeitgenosse, der liebend gern auf Reisen geht und dem doch allzu selten das Geschick Gelegenheit dazu verschafft. Ja, der gefällt mir schon besser. Soll ich sie Theodor nennen? Nur wenn es dir gefällt. Ich hätte aber noch mehr anzubieten. Wilhelm. Doch nein, so sollst du mich lieber nicht rufen. So hieß mich mein Onkel und den mochte ich gar nicht leiden, weißt du? Der Mann begann zu kichern. Ich habe ihm einst, ich denke, ich war damals ungefähr so alt wie du. 12 Jahre? 13, rief ich empört. Im nächsten Januar werde ich 14. Gut, als ich also ungefähr in deinem Alter war, hatte ich mich einmal sehr geärgert über eben diesen Onkel. Frag mich nicht, warum, es war nun einmal so. Nun traf es sich, dass er an einem hellen, klaren Tag die gute Sonntagshose zum Trocknen auf die Wäscheleine hängte und sich dann aus dem Haus begeben wollte. Zuvor sprach er noch, »Wilhelm, geh und leere meinen Nachttopf aus.« Ich trete nun also vor das Haus, das Nachtgeschirr so weit wie möglich von mir weghaltend, denn der Gestank war wirklich unerträglich. Mein Onkel war ein großer Freund von Zwiebeln, Knoblauch, Bohnen. Da sehe ich das Hosenstück im Winde munter hin und her sich regen. Sie war am Bunde rechts und links mit Klammern an der Leine festgezwickt, sodass die Öffnung, die den feisten Bauch umspannen sollte, wie ein hohles Segel weit und rund sich blähte. Dann nahm ich den bewussten Topf und goss den grausen Inhalt mit einem Schwung in des Onkels liebstes Kleidungsstück hinein und kippte gleich noch ein paar Kannen Blumenwasser hinterher. Als der Ohm am Abend dann die Bescherung greinend sich beäugelte, beschrieb ich keck, wie sich plötzlich der Himmel grün verfärbt hatte, als ging's ans jüngste Gericht, und aus diesem seltsamlich getönten Firmament habe es Gott gefallen, gar plötzlich Unrat abregnen zu lassen, welcher eben dieses arme Beinkleid so schaurig zugerichtet hatte. Ich traute meinen Ohren nicht. Konnte es sein, dass dieser erwachsene Mann, dieser seltsame Kerl im schwarzen Rock, der kaum größer war als ich, dass diese Gestalt mir etwas über irgendwelche Streiche mit dem vollgeschissenen Nachttopf seines Onkels erzählte? Erst als sich der schmale Mund des Herrn erneut zu einem breiten Grinsen verzog, traute ich mich loszulachen. Es brach aus mir heraus, sodass ich mir ungeniert auf die Schenkel schlug und schließlich vor Lachen Tränen in den Augen hatte. Herr Hoffmann beobachtete mich. Und ein feines Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Also, Wilhelm, solltest du mich lieber nicht nennen, sagte er. Was ich noch aus dem Füllhorn der denkbaren Namen anzubieten hätte, wäre Amadeus. Das ist ein schöner Name, den liebe ich sehr, denn ich habe ihn mir selbst gegeben. Ja, vielleicht solltest du mich Amadeus nennen. Ich sah wohl ein wenig unschlüssig aus, denn er verlor auf einmal die Geduld mit mir und mit sich selbst. Ach, weißt du was, rief er, nenn mich doch, wie du willst, Anselmus oder Johannes, Erasmus oder Cyprian, oder denk dir irgendwas aus, ist mir doch vollkommen gleichgültig, denn ich bin nicht, was ich bin. Vor allem aber belästige mich nicht weiter. Ich glaube, ich werde Sie Herr Hoffmann nennen, sagte ich vorsichtig. Von mir aus und lass das Hühner stehlen, 3 sind genug. Herr Hoffmann stülpte sich den hohen Hut auf das wirre Haar, ruderte mit den Armen in der Luft herum und lief davon in Richtung Stadt. Dabei balancierte er immer hart am Wasser entlang, sodass ich schon fürchtete, diesmal müsste ich den Herrn Musikdirektor aus dem Fluss ziehen. Absonderlicher Mensch, murmelte ich vor mich hin und machte mich auf den Weg, um endlich irgendwo etwas Essbares aufzutreiben. Ich habe keine 2 Hühner gestohlen, geschweige denn 3. Ich habe ja nicht einmal eines ergattert.